würde ich ja echt gern fahren, aber irgendwie traue ich mich den gar nicht zu fahren. Bleibe ich lieber bei den Kleinen hier, ne? Ja, hallo, hier ist der Thomas ohne Haar. Kaum etwas fordert uns Mountainbiker so mental wie Drops zu fahren. Damit meine ich keine Stepdowns oder Gaps, wo man einfach mit irrem Speed so drüber fährt, sondern wirklich einen Drop. Und wie man am Drop ein paar Übungen machen kann, um ein besserer Dropper zu werden und sich den nächsthöheren Drop zu erarbeiten, ist ganz einfach. Da reden wir nämlich gleich über Speed und über simulierte Airtime. Damit kann ich natürlich von einem hohen Drop die Flugkurve nicht simulieren, aber ich kann die Länge, die ich in der Luft bin, simulieren. Und wenn ich das simuliere, dann bekomme ich weniger Angst vor viel Airtime, weil das ist ja das, wovor wir Angst haben. Und deswegen zeige ich euch ein paar Tipps und Tricks. Und was man nicht machen sollte, wenn man anfängt, Drops zu fahren, einfach Tipps, wie man sich das für immer sehr schwer machen kann. So, der Daniel geht mal ein Stück zurück und dann erklären wir schon mal, warum die Drops hier so gebaut sind, wie sie gebaut sind. So, hier haben wir eine klassische Drop-Batterie, die ist nagelneu. Danke an den MTB Siegerland, dass sie das hier geändert haben. Hier war vorher nur ein Drop und der war halt eine krasse Mutprobe für viele. Jetzt haben wir hier Drops, ich schätze mal so 30, 40 cm, ungefähr doppelt so hoch und nochmal ungefähr doppelt so hoch wie der hier. Diese beiden Drops sind ja die Einsteiger-Drops. So, und jetzt die Frage, aber warum ist denn hier die Kante so viel weiter hinten wie hier? Hier bin ich direkt in der Landung und hier muss ich einen halben Meter Gap überwinden. Das liegt daran, weil viele, die anfangen Drops zu springen, das erstmal nicht mit sauberer Technik machen, ja, sondern das erstmal mit Speed erledigen oder mit einem Schweinehopp oder was weiß ich. Aber viele machen es mit mehr Geschwindigkeit, weil sie das von den Stepdowns so gewohnt sind. Deswegen ist das hier so gebaut, weil die meisten, die Anfängerdrops fahren, fahren den Drop immer gleich. Und Leute, macht das auf gar keinen Fall. Fahrt einen Drop nicht immer gleich. Dann kommt ihr in ein Muster, in das ihr reinfahrt. Und wenn da mal ein Drop ist, den man eben nicht mit diesem Speed, mit dieser Technik so fahren kann, dann passt das nicht. Aber jetzt sind wir ja an Drops. Was kann ich an Drops trainieren? Und zwar folgendes. Ich suche mir erstmal einen Drop, an dem ich mich sehr, sehr sicher fühle. Ich bin da jetzt zum Beispiel bei dem hier ziemlich sicher bei dem Drop, dass ich den gut beherrsche. So, dann fahre ich den erstmal in meiner Wohlfühlgeschwindigkeit. So, die erste Trainingsübung, damit ihr bessere Dropper werdet, ist jetzt, dass ihr nicht in eurem Wohlfühlspeed runterfahrt, sondern ein bisschen langsamer. Wenn ihr langsamer werdet, müsst ihr mehr Impuls machen, ist ja eine Waage. Das macht ihr, bis das auch wirklich so sitzt, dass ihr mit beiden Rädern wieder gleichzeitig in der Landung seid. Ganz wichtig übrigens beim Droppen ist, nicht auf die Kante gucken, wann ihr den Impuls setzt, sondern ihr guckt, wo ihr hin wollt. Und wenn ihr fühlt, dass der Gegendruck vom Vorderrad weg ist, dann setzt ihr den Impuls. Dann machen die meisten es sogar intuitiv richtig. Nicht mit Blickkontrolle arbeiten am Drop, ganz wichtig an der Kante. Ihr guckt, wo ihr hin wollt und lasst einfach das Gefühl machen. Ich mache das jetzt mal in langsamen Form. Jetzt habt ihr das in verschiedenen Geschwindigkeiten immer langsamer werdend geübt. Bei einer Landung, die halt keinen Gap hat, kann man das quasi fast bis zur Schrittgeschwindigkeit üben. Umso intensiver wird der Impuls. Jetzt wollt ihr den nächsthöheren Drop fahren, diesen hier. Ja, und fragt euch, boah, wie ist denn das mit der Airtime? Wie lange bin ich denn da in der Luft? Ah, da wird ja alles anders. So wie wir den eben geübt haben, für den Impuls zu üben, langsamer zu fahren, um jetzt nicht an die Airtime, um länger in der Luft zu sein, also nicht falsch verstehen, ihr könnt keine Flugkurve simulieren, sondern nur die Länge, die ihr in der Luft seid, die Dauer. Fahren wir den einfach mal immer ein bisschen schneller und dann müsst ihr immer weniger Impuls geben. Ich fahre den jetzt für Daniel sogar so schnell, dass ich gar keinen Impuls gebe. Und interessant wird es dann halt zu sehen, wo ich lande, wie viel Airtime ich habe an einem 30 cm Drop. Wohlgemerkt. Achtung, das geht natürlich nur, wenn an den Drops eine steile, lange Landung ist.
mit einer 2 Meter langen Landung kann, hat man da nicht viel Spielraum mit der Geschwindigkeit zu spielen. Aber bei klassischen Drop-Batterien, die im Bikepark OE oder halt auch hier beim MTB Siegerland auf dem Flowtrail, hier kann man das wirklich super üben. Wenn ich euch gleich zeige, werdet ihr verstehen, was ich meine. Fazit ist, wenn ihr die verschiedenen Geschwindigkeiten auch an kleinen Drops erstmal übt, werdet ihr sicherer, wenn ihr den nächstgrößeren springen wollt, weil dann lacht ihr über die Airtime des nächstgrößeren Sprungs. Ihr habt gesehen, bei dem 30 cm Drop, der Daniel kann es glaube ich bestätigen, bin ich wirklich weit darunter geflogen. Höhenunterschied schätze ich mal auf über 3 Meter und Weite insgesamt über 5 Meter locker mit einem 30 cm Drop. Und ich werde aber dadurch halt, vielleicht kann ich auch meine Angst vor größeren Step-Downs etc. einfach ablegen. Und die Technik, dieses langsamer Fahren-Übung ist natürlich wichtig für die großen Drops in der steilen Landung. Weil zum Beispiel den in Olpe, den 3,10 Meter, ich habe es letztens vielleicht in meinem Video gesehen, den fährt man nicht schnell. Ne? Da rollt man einmal an und dann fällt man wirklich runter bei einem Drop. Hier kann man wirklich sehr schön simulieren und das Coole ist, irgendwann werdet ihr dann so schnell, ich sag mal Jonas und Pablo im Green Hill, da muss man das eigentlich so machen, weil der hat eigentlich eine flache Landung und die ist nah dran. Das heißt, eigentlich flache Landung will ich mit Speed fahren, damit ich eine flache Flugkurve kriege. Geht aber nicht, da die so nah dran ist an dem Hausdrop. Was muss man also machen? Was sieht man ganz oft, dass man dann sogar sich angewöhnen kann, diese Dropkanten wegzuschlucken. Also man macht sogar noch das Gegenteil von einem Impuls. Man nimmt noch Energie raus an der Kante. Das zeige ich euch aber mal mit einem Video in Olpe mit Daniel, weil das ist eher eine fortgeschrittene Technik. Das, was wir euch heute gezeigt haben, macht euch einfach zu einem sicheren, besseren Dropper und ihr könnt euch super an Airtime gewöhnen. Ja, übt es einfach mal selber. Schreibt in die Kommentare, ob es euch geholfen hat. Ja, ich habe jetzt wieder Spaß mit Daniel beim Video machen und fahren und wünsche euch einen schönen Tag. Ab aufs Bike. Ciao, euer Thomas ohne Haft.